diesen Release habe ich mich heute ganz besonders gefreut. Nicht nur, weil ich Casey Rebel schon seit längerem privat verfolge, sondern auch, weil die Chancen heute sehr gut stehen, dass wir einen tieferen Einblick in den Künstler von Casey Rebel bekommen. In der Vergangenheit haben wir eher solche Party-Songs, gute Laune-Musik und so weiter von Casey bekommen, aber nie so wirklich einen tieferen Einblick. Und ich glaube, das wird heute sehr, sehr erfrischend, das endlich mal zu bekommen. Auch nochmal einen dicken Shoutout an die Kanalmitglieder. Dank euch bleibt der Kanal hier werbefrei. Vielen, vielen Dank an euch. Ich würde aber sagen, ich halte meine Fresse. Wir gehen jetzt rein in die Reaction. Let's go. Oh mein Gott, der Beat passt. Der Beat passt. Es wird ein trauriger Song. Holy shit. Nicht immer, aber manchmal klären sich die Dinge mit paar Gunshots. Okay, na gut. Und dann wiederum manchmal lösen sich die Dinge mit einem Anschlag. Wenn der Kreis sich dann schließt, geht es nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt. Das ist Life auf der Street, dir geht's nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt. Okay. Manchmal wollen sie dich als Flachnummer sehen und wollen, dass deine Geschäfte den Bach runtergehen. Oh mein Gott, das wird ein aufbauender Text. Oh mein Gott, bitte, ja, bitte, ich kann sowas gerade echt gut gebrauchen. Und manchmal machst du dann ein 8-0 auf Safe, bunkers 8-0 im Safe und isst nur Lachs und Steak. Manchmal, wenn deine Brüder dich verraten und auf die Scheißen nur bei guten Zeiten da sind, musst du Gas geben, linke Spur rasen. Sie sehen dich dann vielleicht in ihren Städten auf Plakaten. Okay, es ist ein persönlicher Text, also erzähle ich auch wieder ein bisschen was Persönliches von mir. Dann lernt ihr mich besser kennen und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Ein bisschen was über euch, damit ich euch auch kennenlerne. Ich habe 2020 sehr viel auf Twitch gestreamt und das lief wirklich 2 Jahre wirklich richtig, richtig gut. Und meine Familie, die war gar nicht dafür. Die hat hinter meinem Rücken schlecht über mich zu meinen Eltern gesprochen, was richtig krank ist, damit die mir das ein bisschen abreden mit Twitch und so weiter. Aber meine Eltern standen zum Glück hinter mir, wie eine Panzerstahltür. Wirklich wurden die nicht geknackt. Und da bin ich extrem sehr, sehr, sehr dankbar. Und solche Texte haben mir damals sehr geholfen. Sie träumen doch nur grundlos, doch du machst sie mundtot. Manchmal ist es der Erfolg, der sie bumst, Bro. Genau das habe ich mir wirklich dabei gedacht. No joke. Ich dachte mir irgendwann, ey, wenn ich das jetzt einfach durchziehe und dann fucking reicher oder mehr verdiene als die, dann sagen die nichts mehr, dann lassen die mich endlich in Ruhe und sehen, hey, dieses Internet-Dings, was kein richtiger Job ist, funktioniert trotzdem. Oh mein Gott, ich fühle das so krank. Da oben kreuzen sich die Wege, egal was sie dir wünschen, Allah soll ihnen das Doppelte geben. Manchmal bist du down auf ein Gibbet und manchmal bist du drauf und am Limit. Ja, davon würde ich jeden abraten. Also no joke, Finger weg von Drogen, hasselt einfach durch. Ich weiß, manchmal ist das Leben richtig abgefuckt und man will einfach nur Ruhe und Stille haben. Aber das wird euch nirgendwo rausholen. Nirgendwo wird euch das jemals rausholen und Probleme lösen. Glaubt mir, egal was ihr macht, stellt euch den Ängsten, stellt euch dem Problem, auch wenn das eine richtig geisteskrank abgefuckte Zeit ist. Aber nutzt das auch als Chance. Ihr werdet nirgendwo so stark wachsen wie in diesen Zeiten. Das merkt ihr dann, wenn ihr diesen Hügel überwunden habt, dann merkt ihr das. Mal geht es nett und korrekt, aber manchmal ist die Hemmschwelle weg. Nicht immer, aber manchmal klären sich die Dinge mit paar Gunshots. Und dann wiederum manchmal lösen sich die Dinge mit einem Anschlag. Wenn der Kreis sich dann schließt, geht es nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt. Oh, sehr schönes Bild. Stell dir vor, du hast es einfach geschafft, dein Hobby zum Beruf gemacht, du verdienst so viel, du kannst deinem Bro einfach ein verficktes Auto kaufen. Junge, wie schön. Das ist Life auf der Street, hier geht's nur ums Prinzip, jeder kriegt, was er gibt. Geil. Beat aufgedreht, Ventil aufgedreht, ich spuck paar Zeilen raus und schieß aus Versehen. Es gibt einen sehr persönlichen Track von mir, wo ich einen Diss-Track gegen meine Familie geschrieben habe, also gegen diejenigen, die gegen meinen Traum geredet haben. Ja, das mit dem Ventil kann ich auf jeden Fall extrem stark nachempfinden. Vielleicht blende ich hier was ein, aber ich glaube nicht. Ihr könnt es bei Instagram sehen, in meinen Story-Highlights. Geht auf mein Instagram, da gibt's diese Highlights, da habe ich den Song hochgeladen tatsächlich. Da könnt ihr sehen. Checkt auf jeden Fall Instagram ab, wenn ihr das hören wollt. Opferte viele Jahre für paar gute Tage und hoff, das Glück kommt, gerade wenn ich's nicht erwarte. Manchmal, wenn ich flex, mach ich Finishing und lass mir für den 70er Flaschen an die Tische bringen. Und manchmal ist nur Pain in mein Bier drin. Wir nehmen uns, was kommt. Zeig mir Haie, die mit Fischen schwimmen. Manchmal macht sie Perfektes für uns, auch wenn sie nicht muss. Und man guckt weg, wenn sie guckt. Und manchmal ist dann die Frau, die du liebst, da draußen und spielt mit dem Vertrauen, was du ihr gibst. Ach, das Thema hatten wir schon. Wenn ihr dazu was hören wollt, dann checkt gerne die... Flex. Digga, mir ist gerade mitten in der Aufnahme jemand auf Twitch gefolgt. Wie random ist das? Ich stream nicht. Shoutouts, Bro. Du bist im Video. Moin. Wenn ihr meine Meinung zu den ganzen Liebeskummer haben wollt, checkt gerne die UFO-Album-Reaction ab. Die ist geisteskrank durch die Decke gegangen. Da habe ich geheult. Da erzähle ich auch sehr viel Privates. Checkt das gerne ab. Manchmal gehst du lieber safe und bist der Fendi. Doch machst dann die allergrößte Knete mit deinem Gamble. Ja, Herro, ja, Merro, ja, lebende Legende. Oder Leben ist zu Ende. Nicht immer, aber manchmal klären sich die Dinge mit paar Gunshots.
und dann wiederum manchmal. Bin auch sehr wenig eingegangen, ne? Kaum auf den Beat, kaum auf den Flow. Es tut mir mega leid, aber ich glaube, das ist selbstsprechend in solchen Songs. Der Song ist unfassbar schön. Ich liebe diese Stimme von Casey Rebel. Das ist einfach, das hat so eine Power, das hat so eine Macht. Wenn er was sagt, dann hat das einfach, dann hat das so eine Wortgewalt. Und gerade bei solchen aufbauenden Texten ist das sowas super wichtig. Lösen sich die Dinge mit einem Anschlag. Wenn der Kreis sich dann schließt, geht es nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt. Das ist Life auf der Street, hier geht's nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt. Also den Song werde ich auf jeden Fall noch häufiger pumpen. Direkt, wenn die Reaction vorbei ist. Ich muss sagen, das war so ein semi-persönlicher Text. Man hat wenig wirklich Spezifisches rausgehört, aber es war auch nicht unpersönlich genug, als dass man nicht wüsste, in welcher Lage er sich ungefähr befindet. Ich fand den Song sehr, sehr schön. Ein Künstler ist auf gar keinen Fall dazu verpflichtet, genau zu sagen, in welcher Klemme er gerade steckt und warum er das Ganze macht und welche Zeilen er auf was bezieht. Und manchmal ist das auch gar nicht schlecht, dass man das so macht, weil man dann einfach mehr Interpretationsspielraum hat und das Ganze viel mehr auf seine eigenen Probleme beziehen kann, was einem wiederum helfen kann, durch eine schwere Zeit zu kommen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft von Casey Rebel häufig solche Songs erwarten können und dass sein Album auch gerne mal nur aus solchen Songs besteht. Fände ich gar nicht mehr so verkehrt. Ich glaube, viele Rapper, die so ein Gangster-Image hatten oder haben, trauen sich gar nicht, so ein ganzes Album nur mit solchen Songs mal voll zu pumpen. Dass sie dann teilweise da immer nochmal so einen Song haben, wo die dann eine Fahrt machen, damit die ihr Image oder sowas nicht verlieren. Ich finde, da steht Casey Rebel extrem gut und das ganze Gangster-Ding geht auch nicht unter dadurch. Aber wie seht ihr das Ganze? Auf was für ein Album hofft ihr von Casey Rebel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, lasst gerne eine positive Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Klären sich die Dinge mit paar Gunshots. Und dann wiederum manchmal lösen sich die Dinge mit einem Anschlag. Wenn der Kreis sich dann schließt, geht es nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt. Das ist Life auf der Street. Hier geht's nur ums Prinzip. Jeder kriegt, was er gibt.